bin mir nicht sicher, ob es jetzt wirklich eine pädagogische Grundausbildung sein muss. Also ich glaube, dass man zuerst einmal in seinem Fachbereich vielleicht einmal in die Vermittlung gehen könnte. Und da bieten ja große, oder größere, nicht große, aber größere Beratungsfirmen oder Erwachsenenbildungsfirmen ja sehr unterschiedliche Themen an. Also ich kenne jemanden, der hat, guter Freund von mir, der ist Techniker, ne? Und der hat dann arbeitet bei einer Consulting-Firma in Wien, und der hat seine pädagogische Erwachsenenbildungsausbildung erst viel später gemacht. Und was man dann nachher schon braucht, ist, glaube ich, wirklich eine fundierte methodische oder gruppendynamische oder persönlichkeitsreflektierende Ausbildung. Das halte ich für essentiell. Also ich glaube, ohne Supervision oder Coaching kommt man da nicht aus. Das ist ja immer so ein Prozess der Selbstreflexion ist. Also wie denke ich, wie wirke ich, welche Mindsets habe ich, ne? Welche Überzeugungen, die vielleicht für Kunden fürchterlich sind. Ne? Also wenn ich so zu den Überzeugungen reingehe, ne? Da braucht es, glaube ich, wirklich eine gute Selbstreflexion. Also es sind meistens Unternehmen, die für ihre Mitarbeiterschulungen bei uns kaufen. Ich sage uns, weil hinter mir, neben mir, das ist eine Firma, die wir sind, und da gibt es natürlich auch einen Trainerpool mit anderen Trainern. Ich habe gestartet mit einer Niederlassung von einem Konzern, das waren so meine ersten Kunden, und so ist es dann auch geblieben. Also die sehr viele Niederlassungen von unterschiedlichen Konzernen, mit denen ich arbeite, und die eben hauptsächlich im technischen Bereich sind, also die von planen was, produzieren was, servieren was, so in dem Bereich, und da ist die Aufgabenstellung sehr häufig so: Arbeiten an der eigenen Struktur, also wie das wäre so Organisationsentwicklung, wie gestalten wir uns, wie organisieren wir uns, Aufbauorganisation bis hin zu so Ablauforganisationen, wie setzen wir das projektmäßig um dann, was brauchen wir dafür, was kostet es, was sind für Risiken zu erwarten, ja. Welche Chancen erwarten uns, das sind so diese Themen, ja, die wir da betreiben. Dieses Vermitteln von den Dingen, auf die man draufgekommen ist, das finde ich sehr schön. Und wenn das dann auch auf Interesse stößt, ist natürlich noch schöner. Also, dass man Dinge dann anstößt, Themen aufmacht, die jetzt für die Teilnehmer ganz neu sind, also wirklich ganz neue Perspektiven. Also bei ihrer 500. Kommunikationsschulung, sehr viele haben ganz viele Kommunikationsschulungen schon gemacht natürlich, aber wenn man dann irgendwas findet, was für sie wirklich neu ist, und dann gibt es so einen ganz verwirrten Blick, und dann wird dann nachgefragt, und dann bleibt es, und das diskutieren sie dann in Pausen noch weiter. Also das ist für mich sowieso insgesamt wahrscheinlich das Schönste.